So, und da sind wir dann wieder zurück und irgendwie ist das Mikro etwas leise. Ich habe keine Ahnung, warum. Ist es eigentlich genauso laut wie sonst auch? Aber irgendwie ist das heute leiser. Also war jetzt schon die letzten Aufnahmen so, wo ich dann festgestellt habe, Mensch, ja, irgendwie muss ich jetzt irgendwie schon mehr oder weniger reinschreien, damit das dann irgendwie richtig aufnimmt. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen, ne? So, ich muss ein bisschen gucken. Funktioniert es jetzt besser? Ja, jetzt sieht es besser aus. Voll nervig, ey. So, hoffen wir, dass es klappt. Ja, aber ich habe ja keinen Bock, dann richtig das Mikro dann halt mehr oder weniger schon bis hinten zum Rachen durchzuschieben, ja, damit ich dann irgendwie vernünftig gehört werde. Ich weiß auch nicht warum. Also, ich kann ja hier direkt am Mikro so ein paar Sachen einstellen und im Programm. Eigentlich sind diese Settings immer gleich. Ich verstelle daran nichts absichtlich, weil halt ich für mich das beste Setting gefunden habe und trotzdem ist. Ja gut, es gab vor kurzem ein Update mit Elgato, ja, und das ist eigentlich immer mit Ärger verbunden. Ja. Wenn Elgato ein Update bringt, dann kannst du davon ausgehen, dass es die nächsten drei Versionen einfach erstmal wieder scheiße läuft. Ja. Das ist, dann wird wieder das Gerät nicht erkannt, dann nimmt er wieder nicht auf, dann bricht er bei den Aufnahmen ab und stellt die ganzen Einstellungen auf irgendeinen Müll um und also, das ist echt nervig. Ich habe schon zigtausend Mal nach irgendwelchen Alternativen geguckt, aber die sind noch schlechter. Die kosten dann noch mehr und sind noch schlechter als das. Das ist dann so, yay! Also rein theoretisch könnte ich auch nebenbei irgendjemanden engagieren, der das in Steintafeln meißelt, ja, so Bild für Bild. Das wäre vielleicht noch besser, ja. Vielleicht auch noch günstiger. Und auf jeden Fall innovativer. Das ist so ein bisschen einmaliger, das Ganze, ne? Ja. Aber gut. Bringt ja eh alles nichts. Nee, nicht so wirklich. Ja, machen wir das hier. Genau, so. Bewege es sich. Du kleiner lahmarschiger Traktor. Ja. So, ja, also die Wohnung, das heißt, das Haus ist jetzt endgültig fertig geschmückt. Ja, schon seit ein paar Tagen, aber ist jetzt, endlich soweit alles okay und Weihnachtsbaum ist auch schon fertig gemacht. Ja, das musste jetzt sein, dass man das ein bisschen länger genießen kann. Wobei der bei mir sowieso immer bis aller hier Allerheiligen steht. Ist das Allerheiligen? Ich glaube, also hier die drei heiligen Könige, ne? Hier sechste, erste. Bis dahin lasse ich den eigentlich immer stehen und dann wird er endgültig entsorgt. Ja, meistens hat er dann auch noch Nadeln. Wobei ich hatte es damals ein einziges Mal. Das war, als ich ausgezogen war damals in meiner ersten eigenen Wohnung. Und das war dann auch mein erster eigener, also richtig eigener Weihnachtsbaum. Ist ja klar, ne? Wenn du das erste Mal in deiner eigenen Wohnung bist und einen eigenen Weihnachtsbaum kaufst für deine Wohnung, dann ist es auch dein erster eigener Weihnachtsbaum. Naja, auf jeden Fall habe ich den dann auch stehen lassen wieder bis 6.1. Und da durfte man dann nicht mehr gegenkommen. Der hat. Die Nadel war noch dran, aber so wie man gegenkam, hörte man es nur noch rieseln. Und zum Schluss war es eigentlich nur noch so ein, ja, Gestänge, ja, so ein paar Ästelchen mit hier und da mal einer Nadel dran. Ich habe Monate später immer noch, weil ich hatte Teppich zu dem Zeitpunkt im Wohnzimmer. Und man hat Monate später immer noch Nadeln gefunden irgendwo. Was mich gerade dazu bringt hier mit Italien. Ich weiß ja nicht, ob der eine oder andere es mitbekommen hat von euch. In Italien ist momentan richtig Halligalli, weil in Rom, ja, Hauptstadt von Italien, so wie in anderen Städten auch, wo man dann auf dem zentralen Weihnachtsmarkt einen riesigen Weihnachtsbaum stehen hatte, so ist das natürlich in Rom auch. Natürlich als zentraler ja, Punkt der Katholiken, ne, der Kirche. Ist das natürlich noch so ein bisschen prestigemäßiger? Ja, muss dann schon was ganz, ganz Besonderes sein. Und da hat man für 40.000 Euro, mal überlegen, ich wusste gar nicht, dass man einen so teuren Baum kaufen kann, einen 20 Meter hohen Weihnachtsbaum gekauft. Ja, schon mal krass, ne? 40.000 Euro, das verdienen manche nicht in einem Jahr. Also viele verdienen das nicht im Jahr. Hallo, 40.000 Euro, leg dir mal, wie viel du da monatlich verdienen musst, damit du das im Jahr verdienst. Naja, auf jeden Fall hat man das halt gemacht. Geld rausgehauen, bis zum Erbrechen, man hat's ja, ne? Und das Ding hat jetzt schon seit einer ganzen Weile keine Nadeln mehr. Was natürlich für einen großen Unmut in Italien sorgt, ne? Dass halt in deren Hauptstadt, dem Nabel des christlichen Glaubens,
jetzt halt keine Nadeln mehr am Baum sind. Ist natürlich mega peinlich. Und in Italien, der Volksmund und also das Volk und auch halt die Presse haben das Ding jetzt die Klobürste getauft, weil es halt so aussieht. Es sind halt nur noch Äste, mehr ist da nicht mehr. Ich frage mich dann allerdings, haben sie jetzt halt kein Geld mehr, weil die Staatskasse nur 40.000 noch übrig hatte? Oder warum kauft man sich nicht einfach mal neun? Ja, vielleicht einfach nur mal für 3.000 Euro eine 15 Meter hohe Tanne. Wie wär's denn damit? Ja, bescheuert. Muss ich nicht verstehen, ne? Warum das Ganze so extrem überteuert sein muss. Aber naja, hört sich für mich mehr nach Abzocke an. Irgendwie sowas, dass ich Schmiergelder an die italienische Mafia, damit sie dann den Weihnachtsmarkt nicht überfallen. Ja, irgendwie sowas so schutzgeldmäßig, ne? Klingt zumindest so. Naja, auf jeden Fall, wechselt man das seltsamerweise nicht aus. Ich verstehe es nicht. Also man nimmt lieber die Schmach und die ganze Häme hin, ja, und lässt sich das gefallen und ich weiß nicht, also hätte ich doch schon längst als Regierung oder als Bürgermeister entsprechend beschlossen, hier stellt einen anderen Baum hin. Ja, vor allen Dingen, warum denn 20 Meter hoch? Also ganz ehrlich, stell dir vor, du stehst davor, musst ja schon entweder meilenweit weglatschen, damit du da mal oben rauf gucken kannst oder siehst, was da oben ist. Oder du kriegst dann irgendwann einen richtig schönen Krampf im Nacken, ja. Wenn du die ganze Zeit dann so den Kopf hinten in den Nacken schlägst, damit du dann da was siehst, was denn da oben ist. Das ist bescheuert. Also ich denke mal, 10 Meter hätten es durchaus auch getan. Ah, bescheuert, echt. Totaler Schwachsinn. Na gut, das ist dann halt so, ne. Da muss man dann halt, ja. Wundert mich ja, dass es nicht gleich irgendwie noch mit lauter Kreuzen und Gold und sowas noch behangen haben, ne, damit es dann noch pompöser ist. Naja, wie sie halt so sind, die Christen, ne, total bescheiden. Bin ich ja sowieso gespannt, wie das jetzt wird mit Jerusalem, ne, dadurch, dass ja die, dass der Trump das ja jetzt offiziell als Hauptstadt anerkannt hat. Bin ich ja mal gespannt, ob da jetzt zu Weihnachten dann richtig was abgeht. Ja. Weiß nicht, ob das so. Ich bin immer noch der Meinung, das war eine schwachsinnige Idee. Ich finde auch Jerusalem zum Beispiel. Also ich als Atheist kann mich da ja sowieso weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich finde, wenn man denn sagt, das ist so eine zentrale Stadt von einigen Glaubensrichtungen und das ist halt da wichtig für die, dann finde ich, sollte man doch einfach diese Stadt als unabhängig. Ja, also als staatenlos. Ja, dass es nicht einem gehört. Es ist dann sowas wie Allgemeingut, Volksgut, wie nennt man das denn hier? Ja, Allgemeingut nennt man das denn. Das ist ja so wie zum Beispiel die Märchen von den Gebrüder Grimm und sowas, ne? Was dann halt Volksgut ist oder halt auch zum Beispiel bestimmte Lieder. Da hat dann ja, also hier, was zum Beispiel die Klassik angeht von Mozart und so weiter. Das ist dann ja Allgemeingut. Das gehört keinem speziell. Jetzt sagt der eine, ja, aber wieso, wenn ich mir die kaufe, dann muss ich dafür zahlen. Ja, das liegt daran, dass das Lied kann jeder haben, kann jeder musizieren, kann es rausbringen, kein Problem. Gibt es keine Schwierigkeiten mit. Aber wenn man das produziert, ist ja klar, irgendein Orchester, irgendein Musikclub hat das aufgenommen und die entsprechend wollen ja dafür entlohnt werden. Deshalb muss man dann dafür zahlen, aber lizenzrechtlich, wenn man das selber irgendwie macht, hat man damit keine Probleme. Genau. Es ist bei so vielen alten Sachen so. Wobei ich bin gerade am Überlegen bei den Gebrüdern Grimm, ob das wirklich zutrifft. Da bin ich jetzt gerade mal am Überlegen. Also ich weiß, bei Wilhelm Busch ist es, bin ich der Meinung, nicht so. Das zählt nicht als Allgemeingut. Aber gibt's auch nicht so viel. Muss man mal gucken. Also meistens ist das wirklich bei klassischer Musik, dass das als Allgemeingut zählt. Ja, es ist ja sowieso, irgendjemand versucht sich ja dann immer auch dran zu bereichern, ne? Und so, ja. Ich finde, gerade was solche Sachen angeht, wie Literatur und Musik, da sollte es viel mehr Allgemeingut geben, ja. Gerade Literatur, mega wichtig, dass das dann zur Verfügung gestellt wird. Aber es ist halt wieder schwierig, ne, weil, ja. Weil ich bin so der Meinung, wenn derjenige, der das halt entsprechend geschrieben hat oder komponiert hat und der ist halt dahin, dann sollte nicht irgendein also Musiklabel oder irgendein Verlag dann die Rechte behalten dürfen,
und sich daran bereichern, sondern dann müsste das einfach als Volksgut oder Allgemeingut. Allgemeingut hört sich besser an. Volksgut hört immer so ein, ich muss sagen, alles, was immer so mit Volk ist, das hat für mich so einen kommunistischen und rechtspopulistischen Beigeschmack, ne? So Volks, da muss ich sofort Volksrepublik China oder Volksrepublik Korea, also Nordkorea denken, ne? People's Republic of North Korea und sowas. Ja, ja, klar, die letzten, die da regieren, ist das Volk, aber es ist trotzdem halt Volksrepublik, ne? So wie in China auch. Ist halt interessant. Und ist ja ne, mit hier Dritten Reich, ne, Volksempfänger, Volkswagen, ne, das ist alles wieder rechtspopulistische Scheiße. Und deshalb, so Volksgut klingt dann irgendwie schrecklich, ja. Dann sagen wir lieber Allgemeingut, das klingt irgendwie besser, ja. War nicht was die Tage, was hatte ich denn da gelesen? Irgendwas mit Volksempfänger hatte ich doch gelesen. Wo war das denn? Ich glaube, in irgendeiner Werbung war das, dass da irgendein Radio, irgendwie sowas in der Richtung. Oder ein Auto? Weiß ich gar nicht mehr. Da war irgendwas mit von wegen. Ach ja, stimmt, das war ein Laptop. Da war das irgendwie das Volkslaptop. Ja, super. Ich habe es natürlich, das war in der Werbung, stimmt, ich weiß gar nicht mehr, also bei irgendeinem Elektrohändler war das gewesen. Wäre natürlich interessant, ob dann vielleicht kleine Runen oder Sonnenräder dann irgendwo auch noch mit eingraviert wurden, damit dann entsprechende Wählerschaften dann halt das gleiche für ihre politischen Engagements, ja, entsprechend dann halt nutzen können. Tja. Komisch, ne? Wie man das macht. Es hat mich so ein bisschen gewundert, weil eigentlich ne, Volksempfänger und dieser ganze Krams, das ist ja halt aus dieser Zeit und eigentlich versucht man doch immer alles, was damit zu tun hat, so zu vermeiden. Das ist so wie, ja, so was Schlechtes, so nach dem Motto das schwarze Schaf aus der Familie totschweigen, ja? So dass man, das ist nie passiert, nein. So ist man ja eigentlich die ganze Zeit, ne? Also einerseits will man immer die ganze Zeit drüber reden und aber immer nur von wegen, oh ja, Buße, Ablassbrief. So nach dem Motto, aber so richtig drüber reden will man eigentlich auch nicht. Man will eigentlich nur die ganze Zeit immer so, oh nein. Oh, ich schäme mich. Nein, ich schäme mich nicht, weil ich sagen kann, ich habe damit nichts zu tun. Meine Eltern haben damit nichts zu tun, die sind weit nach dem Krieg geboren, was heißt weit, also 10 Jahre nach Kriegsende. Meine Großeltern waren Kinder und meine Urgroßeltern, ja gut, die waren da halt im richtigen Alter, aber der eine war bei Junkers als Ingenieur tätig, ja, und die anderen haben sich irgendwie rausgehalten, irgendwie rausgemogelt, ne? Zum Beispiel der eine meiner Vorfahren, der damals im einzugsfähigen Alter war, hat dann halt einfach die ganze Zeit während des Krieges damals dann halt Krücken benutzt. Der ist, als es losging, Krücken geschnappt und ist die ganze Zeit immer nur rumgehumpelt und mit Krücken gelaufen und dann hieß es so, ja, nee, nicht einsatzfähig, nicht wehrtauglich. Und wurde dann halt nicht eingezogen, ja. Und der Rest hat halt, und da bin ich besonders stolz drauf, halt immer irgendwas gemacht gegen das System, ja. Zum Beispiel mein Urgroßvater väterlicherseits hat Kriegsgefangene befreit, also Kriegsgefangene, also Engländer, Russen, Amerikaner, die da in Kriegsgefangenschaft waren und als Zwangsarbeiter tätig waren, die hat er befreit. Zum Beispiel meine Großmutter mütterlicherseits, die war ja Kind, aber sie mit ihren Eltern haben halt eine richtig alte Gaststätte, also die ist schon zig hunderte Jahre alt, also ist schon lange nicht mehr als Gaststätte genutzt, aber das ist halt das Haus, wo die leben. Und die haben damals einen abgeschossenen amerikanischen Piloten versteckt bei sich im Haus, bis dann halt die Amerikaner anrückten, als dann halt also es Richtung Ende ging. Und dann haben sie ihn dann halt, dann konnte er halt raus, aber so lange haben sie ihn dann halt bei sich versteckt, trotz der ganzen Gefahren, und haben ihn halt versorgt.
Ja, und da muss ich sagen, da bin ich dann halt stolz drauf, ne? Also da, deshalb, ich brauche mich da in Bezug auf die Vergangenheit meiner Familie und meiner Verwandten nicht schämen. Ich kann dann eher sagen, ich bin stolz auf das, was die gemacht haben. Weil sie dann trotz der Sachen halt versucht haben, alles richtig zu machen. Beziehungsweise so gut wie es halt ging, ne? Jeder musste irgendwie zusehen, wie er halt mit dem Arsch an die Wand kommt, ohne dass er halt das Leben verliert. Ja, jeder hat ja jeden angeschwärzt. Musste man ja dann höllisch aufpassen, aber trotzdem haben sie versucht halt, sich ihrs zu bewahren, ihr Stückchen Menschlichkeit und sich nicht einfach nur duckmäuserisch gefügt dementsprechend. Und das finde ich gut. Das gefällt mir. Ja, und dieses, ja, könnte man Familiencredo sagen, oder ja, diese Eigenart, sagen wir es mal, diese Eigenart, diese Eigenschaft ist eigentlich so bis heute geblieben in der Familie. Ja, dass man entsprechend halt sich nicht unterkriegen lässt und halt immer so ein bisschen so, ne, meine ich. Ich mach das so, wie ich will. Ja, finde ich gut. Nicht unbedingt immer von Vorteil, macht einiges manchmal deutlich schwerer, aber man kann abends ruhig schlafen. Oder besser schlafen. Ja. Ich denke, das ist aber auch wichtig, ne? Dass man halt entsprechend seinen Weg findet und sein Ding macht. Und nicht immer nur sich dann von anderen vorkauen lässt und also diktieren lässt und auftragen lässt, was man irgendwie zu machen hat. Das ist sowieso Schwachsinn. Naja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wir sehen uns. Wie gesagt, reguläre Programm, hatte ich auch in anderen Sendungen ja schon gesagt. Reguläres Programm geht am Mittwoch weiter. Wochenende und an den Feiertagen gibt es ein bisschen so ein Ausnahmeprogramm, Notfallprogramm könnte man vielleicht sonst sagen. Von daher wünsche ich euch natürlich ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Viele Geschenke, oder naja, was heißt viele? Die richtigen Geschenke. Das ist irgendwie besser als viel. Ne? Was bringen einem viele Scheißgeschenke, wenn ein richtiges Geschenk doch dann viel, viel besser gewesen wäre? Also von daher wünsche ich euch die richtigen Geschenke. Und ein stressfreies und ruhiges Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten. Wir sehen uns, wie gesagt, wieder. Vielleicht sehen wir uns ja am Wochenende oder vielleicht gibt es auch einen Livestream. Einfach mal reinschauen. Bis dahin, euer Mr. Zocker.